Schon einmal etwas von Racketten gehört? Nein? Dann wird's aber Zeit. Bei den vier Disziplinen Tennis, Tischtennis, Badminton und Squash treten immer dieselben Spieler gegeneinander an. Wir waren bei der European Championship in Wiener Neudorf vor Ort. Heute finden hier die zweiten europäischen Racketlon-Meisterschaften statt für Jugend und Senioren. Und die noch nicht wissen, was Racketlon ist, das ist der Schläger-Vierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Der Ursprung liegt in Skandinavien. In den 90er Jahren kommt aus Schweden und Finnland und ich habe dort studiert und habe das dann nach Österreich importiert im Jahr 2003. Was ist der Reiz an Racketlon? Ich glaube, viele Sportler und überhaupt viele von uns spielen eine dieser Sportarten bereits. Und mit der Zeit wird es vielleicht langweilig, wenn man immer das Gleiche spielt. Und wenn einer einen Racketsport gern hat, dann hat er meistens einen anderen Racketsport auch gern. Und so kann er mehrere Sachen auf einmal ausprobieren, ohne dass er seine Sportart ganz aufgeben muss. Was muss man können, beziehungsweise wie kommt man dazu? Du musst nicht viel können, weil wir haben Bewerber in allen Alters, aber auch Leistungsklassen. Das heißt, wenn du gerne mitspielen möchtest, kannst du auch mitspielen im Beginnerbewerb. Du musst dich einfach nur trauen, jeden der vier Schläger in die Hand zu nehmen und gegen einen Gegner zu spielen. Es gibt auch Profi-Bewerber, die starten ein bisschen später und da habt ihr auch Stars im Rennen. Ja, es ist so, die Elite, die wird nächste Woche in Wien ausgetragen, im City und Country Club am Wienerberg. Wir haben natürlich unsere eigenen Stars, das ist jetzt die Chrissy Seehofer zum Beispiel, die ist Nummer 1 der Welt und aktuelle Weltmeisterin, oder unseren Luki Windischberger. Aber wir haben auch einen Star aus einer anderen Sportart, nämlich der Jürgen Melzer wird hier auch im Einsatz sein. Was gefällt euch an Racketlon? Die Vielseitigkeit, dass man, wenn man auch von einem Sport kommt, das andere auch relativ schnell lernen kann. Dass man die vier Sportarten hat, dass man nicht nur eine Sportart hat, wo man gut sein muss, sondern einfach die, dass man vier Sportarten hat, wo man das ausgleichen kann, ob die Schwächen, die Stärken. Und nicht, dass man weiß, okay, ja, der ist besser, weil in vier Sportarten kann doch viel passieren. Könnt ihr mir ein bisschen erklären, wie so die Regeln funktionieren? Also gespielt werden also vier Sportarten, jeder bis 21 Punkte, vom kleinsten zum größten Schläger, also Tischtennis, Badminton, Squash, Tennis. Und bei den Teambewerbern ist es so, dass nur bis 11 Punkte gespielt wird. Und da gibt es halt eben zuerst spielt der Bursch, dann das Mädel und dann nochmal ein Burschen, Einzel. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und was erhoffst du dir, was erhofft ihr euch? Ja, möglichst viele, ich sage jetzt einmal Finale. Der Titel ist sehr schwer heuer. Durch die Briten, sie sind sehr stark. Mal schauen, ob wir die heuer noch einmal erschlagen. International gesehen zählt Österreich zu den Top-Ländern, neben Schweden und Finnland. Und ich habe schon einmal gesagt und sage es immer wieder, leider sind wir nicht olympisch, weil wir würden Medaillen garantieren können.